Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Dead Space 3. Mein Name ist Don Kanonji, immer noch euer Moderator, und wir sind hier stehen geblieben auf der Jagd bzw. Auf der Flucht vor den Unitologen. Die jagen uns hier extrem. Man weiß gar nicht warum. Ja, man weiß eigentlich schon warum. Also Isaac ist ja hier der Staatsfeind Nummer 1 für die Unitologen quasi, weil er die ganzen Informationen im Kopf hat, die haben wollen. So, und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Alter. Und sie gehen auch nicht über, sie gehen auch über Leichen, sieht man hier gerade so. Was heißt hier wohl kaum? Oh, scheiße, Alter. Oh, voll daneben. Boah. Heftig, mit einem Schuss. Ah, da oben, Penner. Bam. Mit einem Schuss niedergemetzelt. Okay, das ist jetzt da lang. Ah, Medizinpack, sehr gut. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Meine Güte. Ey, da fahren Autos. Ich will's doch nicht, dass ich da rüberlaufe, oder? Mist. Ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stasi-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Ich wollte gerade sagen, ihr seid ein bisschen schnell, ne? Okay. Ja, na klar. Ich verlangsame den Verkehr. Ich dachte jetzt... Ich dachte, jetzt hält er so ein Auto an. Jetzt hat er alles kaputt gemacht. Ey, Junge, 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 Junge. Geil. Das ist ja geil. So. Dredger Pop. Alter, diese Unitologen, ne? Alter, der Vater. Ey, ich muss hier weg. Das geht ja gar nicht. Ich hasse solche Passagen, wenn ich auf der Flucht bin. Boah, wie ich hasse das. Wie ich das hasse, so. Hier ist noch was. Medipack, ja. Ja, 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 ich weiß, Unitologen scheiße. Hä? Wo muss ich denn lang? Ach so, da hinten. Ach, ich bin falsch. Oh. Lasst mich durch. Danke. Kann ich die auch? Oh ja, das kann ich. Okay, Dead Space ist übrigens ab 18. Dead Space 3. Bitte, minderjährige Zuschauer, bitte abschalten. Wir übernehmen keine Haftung dafür, wenn ihr zuschaut. Drücke 1, 2, 3. Achso, ja, ich kann jetzt Waffen wechseln. Ah. Ja, 0 kann ich. 0? Ach. Wir nehmen die. Wir nehmen. Hallo, wir spielen mit dem Plasma-Cutter, ist ja ganz klar. Bang, bang. Oh, oh. Okay, spiel schon wirklich mal hier. Dredger Lobby. Brüder und Schwestern. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden. Hm. Hallo. Boah, so richtig fleischig. Wo ist ich lang? Ach da, okay. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Edgar? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Ja, finde ich gut, dass es um die Konvergenz geht und den schwarzen Marker und so, da wird das ein bisschen aufgelöst dann. So, jetzt müssen wir natürlich wieder mit Fahrstühlen fahren. So, und wie wir aus Dead Space 2 wissen, hat die Fahrstuhlfirma ja manchmal Insolvenz angemeldet, aber ich glaube, dieses Mal in Dead Space 3 ist es nicht so. Die Dredger Corp hat die wahrscheinlich repariert, alle Fahrstühle. Und dann ungefähr wird das wahrscheinlich so heißen wie: Willkommen bei der Dredger Corp. Vielen Dank, dass Sie unseren Fahrstuhl benutzen. Bitte machen Sie noch die Kotze hier links in der Ecke weg und wir sind alle zufrieden. So. Boah. Der hier lebt noch. Bringt ihn her. Ey. Alter. Isaac Clark, der
der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da! Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Na, klasse. Wieder in so einer Kloake. Mein schönes Medipack hatte mir halt zur Hälfte schon weggeschossen. Du Arsch! Oh nein! Oh, bitte nicht wie viele. Ey, die kommen doch aber nicht durch, oder? Ganz ehrlich. Ah, okay, ich hab... Ja, ist ja okay. Ja. Hallo, Ecobox. Oh, so Resident Evil Style. Schießen auf die Gliedmaßen und extra Schaden zu zerstückeln. Okay, geil. Oh, das hab ich schon immer in Dead Space geliebt. Boah, wie eklig, ey. Das ist ja bar. Ah, was passiert hier, ey? Das ist ja derbe krass. Okay. Wir lassen uns erstmal nicht beirren und folgen einfach mal diesem roten Licht hier. Das der Typ hier aktiviert hat. Und gemeint hat, ja, werden Sie Teil, ne? Des Zyklus, des Wiedergeburtszyklus. Ich habe keine Lust, ein Teil irgendeines Zyklus zu werden. Ich will hier einfach nur weg. Lass mich alle in Ruhe. Ich will Ellie finden. Wow. Alter Gefahr. Tritt auf Leichen, um Objekte zum Vorschein zu bringen. Ja, das mache ich doch gerne. Das habe ich in Dead Space 2 auch so geliebt. Dass man wirklich auf Leichen aller Art treten konnte, um dann wirklich noch das Letzte aus denen rauszuholen. Oh, was ist hier denn, ey? Oh, nee, ich spür's schon. Hör auf. Mit Schatten. Geil. Dredger Corp. Boah. Das ist schon, Resident Evil. Umbrella Corp. Ei, nein, bitte nicht. Alter! Was ist das denn? Alter! Fuck you! Alter! Heftig, ich bin mir erschrocken. Auf einmal kommt der andere. Boah! Herzinfarkt! Boah, Scheiß! Ey, Leute, ey! Jetzt fängt das schon wieder an. Ich sollte das nicht spielen, ey. Ey, Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. Kann ich eigentlich hier extern speichern? Nee, nicht wirklich. Nee. Kapitel 1 ab 4,9%. Hey, wir sind richtig weit. So, wo geht's lang? Hier geht's irgendwo lang. Da lang. Oh! Oh mein Gott! Alter! Ey, ist das ekelig! Ey, Leute! Ey, hallo! Ey, Alter! Kann ich erschlagen, Junge?
Bam, bam. Ey, wie eklig das ist. Ey, wie lange leben die Viecher denn? Alter. Ey, das war ja wohl mal voll noobig. Ohne Scheiß. Was, bleiben sie stehen? Du kannst mich mal. Oder was du auch immer gesagt hast, ich hole mir jetzt erstmal meine Medipacks. Ich finde das schon gruselig. Hier so mit diesem schummrigen Licht und diesen blöden Dingern. Ja, da muss ich wahrscheinlich rein. Ja, ist sowieso klar. Aber irgendwas ist hier noch, ey. Ich höre es doch. Ey, weh, jetzt kommt gleich wieder was von hinten, ey. Ich schwöre. Wie viel haben wir auf der Uhr? Wie viele Minuten müssen wir mal gerade gucken? 11 Minuten, ja. Plus, minus. Ich guck mal nochmal hier. Stase-Pack. Okay, ich glaube, das war's in dieser Ebene. Boah, ey. Ey, das könnt ihr mir nicht antun. So, Fahrstuhl. So, und bevor wir diesen Knopf hier drücken, boah, kurze Pause in mich gehen. Meine Güte, ey. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Dead Space 3. Und ja, im Moment ist Schocker angesagt. Kann auch sein, dass es mitten in der Nacht ist und ich mich da sowieso bedrängt fühle. Aber es ist sehr interessant auf jeden Fall bis jetzt. Bin mal gespannt, was da gleich kommt, wenn wir mit dem Fahrstuhl hoch oder runter fahren. Ich sage erstmal Tschüss, das war's, euer Don Kanonji. Bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Tag, was auch immer ihr macht. Macht's gut, tschüss.